Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault. Und diesmal wird es für mich und vielleicht auch für euch besonders spannend, denn ich habe lauter gute Vaults in Anführungszeichen. Ich habe nämlich mit einigen Twinks im Plus gespielt, um dementsprechend noch die, Items auf Mythic Level abzugraden, um dementsprechend die Season 4 Z-IDs zu kriegen. Es ist nämlich so, mit Season 4 hat Blizzard ja neue IDs von den T-Sets eingefügt. Die haben zwar dasselbe Aussehen, denselben Z-Bonus, aber die haben halt eine neue ID. Und ich vermute, da es in Shadowlands am Ende die Fated-Sachen rausgeflogen sind, wird das wahrscheinlich mit den Erweckten auch so laufen, deswegen versuche ich die noch zu machen. Dementsprechend, da ja jede Klasse so ein Set hat, versuche ich gerade mit allen Klassen die Sets zu kriegen und das ist ein bisschen eine aufwendigere Sache, denn ich muss ja selbst das Zeug auf Mythic-Item-Level bekommen. Ich kann euch im All the Things jetzt mal zeigen, wo wir aktuell stehen. Also hier sind die Season 4 Sets, LFR und Normal bin ich fertig, HC brauche ich jetzt noch 4 Teile. Und, ich sag mal so, Mythic brauche ich fast nur alles. Und da habe ich jetzt mal angefangen, loszufarmen. Und zwar habe ich mir bei einigen Chars, unter anderem durch Time Walker, aber auch durch HC Raid, schon mal einige Slots hier geholt. Die habe ich auch schon ein bisschen abgegradet. Ihr wisst ja, ich habe ja über die Time Walker Wochen ewig viele von diesen Würmabzeichen bei den Chars geholt. Und jetzt habe ich mir für jede Klasse einen Char rausgesucht und mit dem angefangen, im Plus zu machen, um dementsprechend die Wappen des Aspekts zu kriegen und die Sachen abzugraden. Ich brauche auch noch viele von den Slots an sich, aber ja, da werden wir jetzt gucken, was im Vault drin ist, um das vielleicht ein bisschen abzugraden. Starten tun wir hier mit dem Hexer. Wichtige Information, die Sachen, die eine neue ID haben, sind diese Set-Teile, also Kopf, Schultern, Brust, Hände, Hose, das sind die wichtigen. Die Offset-Teile, also Gürtel, der Umhang, Handgelenke und Schuhe, die haben dasselbe Aussehen und auch dieselbe ID wie das damalige Set. Also hier zum Beispiel das aus Aberros, ne? Aber die Teile habe ich damals auch noch nicht Mythic geholt. Dementsprechend würden die mir auch einen T-Mark bringen. Aber die Teile fliegen halt nach nach Dragonflights, wie ich es vermute, nicht raus. Und dementsprechend sind halt die Set-Teile die wichtigen, ne, dass ich die fertig kriege. Genau, so viel zum Vorgeplänk. Jetzt würde ich sagen, machen wir das Ding auf. Ehrlicherweise wäre jetzt mit dem Char gut, wenn ich ein Off-Piece-Teil kriege. Ne, die Set-Dinger habe ich schon alle, da muss ich dann... Wobei, wenn ich ein Set-Teil kriege, das auf 5,19 ist, wäre sogar auch nicht schlecht. Dann könnte ich mir da Marken sparen. Aber besser wären die Off-Pieces, dann könnte ich, also Gürtel wäre jetzt gut. Gut, da habe ich schon den hohen, den müsste ich nur upgraden. Also Gürtel bräuchte ich oder Handgelenk. Hexer ist schon sehr, sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Also was zumindest die Items angeht, vom Item-Level ist er natürlich jetzt nicht so gut dabei. Ich habe mit dem letzte Woche angefangen, habe glaube ich ein Zweier Brackenfell gespielt, den auf den Vierer und den Vierer auf den Sieben und dann auf wieder Brackenfell. Ne? Also ich habe 4 Keys mit allen Chars gemacht, mit manchen sogar ein paar mehr. Das ist dann immer von Null anzufangen ein bisschen schwierig, vor allem aktuell spielen nicht so viele Leute im Plus, habe ich das Gefühl. Also es war teilweise mit DD schon ein Kampf, vernünftige Gruppen zu finden. Und was haben wir drin? Okay. Wir haben jetzt einen Rücken drin, das bringt mir natürlich nicht viel, weil ich dementsprechend da schon einen habe, den ich upgraden kann. Aber ich könnte ihn direkt in den Katalysator packen und würde einen T-Mog kriegen. Dann haben wir einen Hals drin, der bringt mir natürlich gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Und dann haben wir jetzt hier aus dem LFR einen Dolch, der bringt mir auch gar nichts. Oder ich nehme die Marken und habe dann einiges zum Upgraden. Das wird natürlich auch was bringen. Aber ganz ehrlich, ich zahle schon mehr als die Marken, die ich kriege, wenn ich einfach den Umhang nehme und den in den Katalysator packe. Wisst ihr? Dann müsste ich nämlich diesen Umhang hier kriegen. Vom T-Mog her. Dann machen wir das doch. Und, also ich sage jetzt mal so, Gearing-technisch ist das jetzt wahrscheinlich auch diese nächste Entscheidung. Aber, also, die Chars zum Gearen ist zwar nicht der Hauptfokus, ne, weil jetzt kommt dann die Expansion raus, hier, The War Within, dann ist das GE wieder für den Sack. Viele sagen zwar, fürs Leveln, aber ach, das, was du da sparst und jetzt dann Aufwand reinsteckst, das lohnt sich nicht. Aber, da ich ja noch ein paar mehr M-Plus mit denen machen muss, um Marken zu farmen, macht es natürlich Sinn, wenn die besser gegiert sind. Dann kommst du A besser in Gruppen rein, beziehungsweise Leute gehen eher zu dir in Gruppen rein, wenn du Gear hast und du tust dir den Keys natürlich leichter. Ne? Dementsprechend ist G jetzt auch nicht ganz irrelevant, aber ich würde immer das T-Mog-Item über dem Gear wählen, schlichtweg, weil ich das ja alles wegen den T-Mog-Sachen mache, ne? So, jetzt packen wir das hier mal rein und dann, ja, seht ihr, kriegen wir Mog. Besser wäre es halt gewesen, Handgelenke oder Gürtel, aber gut.
Ne? Da machst du nichts. Okay, dann haben wir den ersten Char weg, dann gucken wir weiter. So, der zweite Char, den ich habe, ist mein Hunter. Mit dem war ich ja letzte Woche schon unterwegs. Das ist der erste Char, mit dem ich jetzt nach dem Main angefangen habe mit dem M+. Der ist schon sehr, sehr gut equipped. Ne? Ihr seht, der hat schon die ganzen Set-Teile auf 5,19. Also da kann ich nichts sagen. Mit denen hatte ich auch Luck, mit den Set-Sachen. Umhang habe ich auch schon oben, Waffe auch. Ach ja, die Waffen, das hatte ich gar nicht gesagt. Die bin ich quasi auch noch am Upgraden. Ne? Es gibt ja über diese antiken Bronzebahn kann man sich ja zweierlei Sachen holen. Einmal kann man sich quasi kosmetische Items holen. Da gibt's, muss man ein paar, ich glaube 200, 300 Marken reinhauen. Da kann man sich jedes Aussehen einmal aus den Raids holen, allen Schwierigkeitsgraden. Das habe ich schon gemacht mit den Twinks. Und mit den 12, beziehungsweise mit Main 13 Klassen, die ich mir jetzt ausgesucht habe für M+, habe ich die aufbewahrt. Und da kaufe ich mir quasi die physischen Waffen, also die, die man hier seht, 14 Upgrade-Stufen hat. Denn das sind wirklich die IDs aus den Raids. Und mit denen grade ich quasi von, also mit Normal Item Level fängt das an, grade das auf Mythic Item Level ab, 5,19, und kriegt dann quasi das T-Mark aus dem Normal, HC und Mythic. Und das sind die IDs, die wirklich im Raid sind, diese kosmetischen Items, sehen zwar genauso aus, sind aber neue IDs, genau. Und da ich ja mit denen eh die Aspektwappen bekommen, dachte ich mir, mache ich das mit den Marken. Vor allem, ich muss nur eine Waffe upgraden, ne? Und kann dann über die Marken andere kaufen und die mit Flugsteinen quasi komplett hochballern. Also das ist dann halbwegs günstig. Wenn man einmal eine Waffe abgegradet hat, kann man sich einfach ewig viele kaufen und mit Flugsteinen raufballern. Der einzige Nachteil ist, ich kann halt die Marken nicht nehmen, um jetzt die Biss-Trinkets, Ringe und Hals und Umhang und was es da alles gibt zu holen. Aber naja, gut, ob man die jetzt unbedingt braucht, sei mal dahingestellt. Genau. Ja, jetzt machen wir erstmal hier auf und schauen, was drin ist. Brauchen könnte ich einen Gürtel, Handgelenke. Ja, das ist eigentlich. Was krieg ich? Ich krieg eine Schusswaffe. Und ich krieg Schultern. Also die Schusswaffe ist auf jeden Fall schlechter. Die Schultern wären ein höheres Item-Level. Könnte ich einen Katalysator umwandeln? Wisst ihr was? Wir nehmen mit dem die Marken. Was, wie viel habe ich denn von den kleinen? 41. Lass mich mal überlegen. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, die kleinen Marken zu nehmen und zu hoffen, dass ich einen Gürtel oder Dings krieg. Wisst ihr? Ja, komm, das machen wir. Wir nehmen die Marken. Gearingstechnisch wäre es wahrscheinlich das Beste, ne? Aber ich werde das eh nicht weiter upgraden, das Zeug. Deswegen ist das Lachs. Wir nehmen jetzt halt hier einfach ein paar Marken raus und gut ist. Ja, schade, mit dem Hunter haben wir nichts gekriegt, aber da wären es auch nur noch zwei Slots in Anführungszeichen, ne? Was wären denn, wie viele Dings gibt es denn da? 75, okay, das lohnt sich mal überhaupt nicht. Schade. Okay, mit dem war schon mal nichts dabei. Als nächstes habe ich dann den Priester. Und ja, bei dem mangelt es noch an wesentlich mehr, ne? Da haben wir jetzt quasi nur die Schultern und die Hände. Gut, die Hose hätte ich theoretisch auch, die muss ich aber erstmal noch upgraden, um sie dann umzuwandeln. Ich habe auch noch so eine Marke, also das Beste wäre jetzt, wenn ich eine Brust oder den Kopf kriegen würde. Ne? Die Off-Pieces brauche ich auch noch alle, also da habe ich keins von den Off-Piece-Teilen, und dann gucken wir mal. Aber zumindest hier habe ich das schon mal abgegradet, ne? Ihr seht die Waffen, da bin ich auch wieder dran und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Beziehungsweise mit Trinket hatte ich, glaube ich, aus dem HC-Raid vor 2 Wochen mal Glück. Okay, da ist jetzt ein Kopf drin und Schultern. Was haben wir hier? Irgendeinen Umhang. Okay, das ist ein No-Brainer. Wir nehmen den Kopf. Und dann kann ich hier quasi, was war das, die Brust nehmen, ne? Dann hätte ich den 4er-Set-Bonus. 4er-Set-Bonus, sag ich. Dann hätte ich auf jeden Fall in jedem Slot quasi so ein Set-Teil. Also das passt schon mal. Also den können wir hier schon mal hin. Das Ding kann dann weg. Plus kann ich das Token eintauschen. Marken habe ich wahrscheinlich keine mehr mit dem. Nee. Da sind wir eng besetzt, so wie es aussieht. Okay. Heißt, wir können jetzt einmal hier das Ding kaufen. Halt, falscher Händler. Der hier. Und da brauchen wir jetzt auf jeden Fall die Brust. Und wir brauchen das PvE-Teil. Hier, das hier müsste es. Ach, habe ich jetzt. Ich habe die Beine gekauft. Ups. Ups, so viel dazu. Das ist die Brust. Okay.
das könnte ich theoretisch noch einmal upgraden, ne? Aber egal. Hatte ich das sogar nicht als... Hat mir anscheinend sogar noch gefehlt, die Robe. Ah ja, Priester war so... Es war sogar eins der Teile, die mir noch gefehlt hatten. Hose fehlt mir sogar auch noch. Ja gut. Ist halt die Frage, ne, mit der Hose hier. Das ist halt aus dem Gewölbe eine. Da würde ich auch noch ein Thema kriegen. Ich könnte sie natürlich auch gleich umwandeln. Dann hätte ich die hier raus. Bei 10 muss ich dann eh nur öfter laufen. Jetzt schauen wir mal, wie viel Aufladung ich habe. Ah, komm, ich hause gleich rein. Scheiß drauf. Wobei, ich lasse mal, vielleicht kriege ich ja noch eine andere Hose, während ich jetzt im Plus laufe. Dann kann ich vielleicht beides mitholen. Das wäre vielleicht cleverer. Fällt mir jetzt gerade so ein. Okay. Aber jetzt sieht es bei dem auch schon gut aus. Jetzt muss ich die ganzen Set-Dinger quasi nur noch upgraden. Und dann hätte ich zumindest die Set-Teile schon fertig, ne, mit dem Priester. Das ist jetzt eigentlich gut gelaufen, tatsächlich. Als nächstes schauen wir uns dann den Monk an. Und ja, bei dem habe ich zumindest schon mal die Waffe abgegradet, wie ihr seht. Aber der Rest ist nur relativ niedrig, ne. Hier habe ich schon mal einen 15er, bei den Händen auch. Das müsste ich mal noch in den Katalysator packen, sehe ich gerade. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das nicht abgegradet habe. Und Umhang habe ich schon 5,15, ne? Aber der Rest ist nur relativ low. Ich habe ich mit dem noch einen Marken? Ja, ich habe mit dem noch einen Token. Aber selbst wenn ich jetzt einen Teil kriege, ich brauche ja quasi noch 3 Slots, ne? Also jetzt hoffe ich mal, dass ich eins von den T-Slots bekomme. Und ja, dass wir dann quasi nur noch eins offen haben. Einen Kopf, das ist gut. Und eine Waffe, okay, ist ein No-Brainer. Wir nehmen auf jeden Fall den Kopf. Aber ich setze das Teil jetzt mal noch nicht ein, weil ich weiß ja nicht, was ich kriege, ne? Ob ich quasi, ob ich dann quasi noch eine Schulter irgendwo kriege oder eine Hose. Was ich aber machen könnte, dass ich geschwind hochfliege und schon mal die Hände umwandle. Dann habe ich schon mal einen 4er-Set-Bonus, als letzte Woche ohne 4er mit dem gespielt. Das Ding ist, in den Keys habe ich erstaunlich wenige Items gekriegt. Also, ich meine, mit dem Worry habe ich 8 Keys sogar gespielt, den kann man halt auch noch. Und ich habe nur Sachen bekommen, also wenn ich mal was bekommen habe, die nichts mit T-Mog zu tun haben. Irgendwelche Ringe oder Slots, die ich schon hatte. Also es war richtig, richtig Pech. Ich habe ziemlich viele Keys gemacht und erstaunlich wenig Loot gekriegt. Mit den meisten Chars irgendwie auch gar nichts, ne? Aus dem Plus. Aber naja, so ist das. Vielleicht habe ich jetzt die Woche ein bisschen mehr Glück. So, jetzt packen wir gleich mal hier die Hände rein. Also die werden dann auf jeden Fall zu einem Mock-Teil. Schon mal interessant, wenn wir hier sind, dann können wir eigentlich theoretisch auch mal gucken bei dem Gürtel. Ja, wenn ich den upgrade, dann wird da auch ein Mock-Teil draus. Packen wir die gleich schon mal alle rein. Und das hier auch. Gut, ist es jetzt von den Stats bei den einzelnen Klassen, bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich habe mir immer einmal nachgeschaut, zum Beispiel, der braucht Versa. Ja gut, da haben wir ja trotzdem noch Versa drauf. Passt. Okay, aber dann sieht es hier auch schon mal nicht schlecht aus. Wie gesagt, jetzt ist dann halt die Frage, ob ich die Woche noch irgendwo Hosen oder Schultern kriege und dann kann ich halt das Token für das jeweilige andere einsetzen. So, dann haben wir hier den besagten Worry. Mit dem war ich schon ein bisschen mehr Inis. Ich hatte mit denen mehr gemacht, weil der das schlechteste Gear hatte. Also ich habe einige Achter durchgeballert. Mit zum Beispiel einem Hunter oder so war ich dann 10er unterwegs, aber im Endeffekt bringt mir es nicht viel. Das Ideale ist, ich muss 7er, 8er so rumlaufen, weil da kriege ich die großen Marken. Und ich bekomme quasi auch Items, die ich direkt upgraden kann auf Mythic Item Level. Ne? Ich glaube ab 7. Und ja, ihr seht, mit dem habe ich einige Sachen gekriegt, aber halt eine Zweihandwaffe, ein Schild bringt mir kein T-Mog. Handgelenke, das war leider noch zu niedrig. Ne? Hier Trinket bringt mir nichts. Noch ein Trinket, wobei das hatte ich glaube ich schon. Und noch eine Waffe, also ich habe x Sachen gekriegt, die mir aber alle nichts bringen vom T-Mog. Der sieht eigentlich ziemlich schlecht aus. Der hat eigentlich nur ein T-Teil, das quasi im Hoch ist. Das habe ich auch schon direkt abgegradet. Und was hat er noch? Die Sachen sind alle zu niedrig. Schuhe hat er noch, die habe ich auch abgegradet. Und ein Umhang wäre theoretisch noch, ne? Aber alle anderen Slots sind schlecht. Ich hoffe, jetzt kriege ich halt Hose, Kopf, ne, so weiter. Solche Sachen. Die Waffen habe ich auch schon abgegradet. Die sehen auch schon gut aus.
Aber hier an der Front fehlt es halt noch. Aber ich denke mal, da müsst ihr jetzt 3 Slots haben, da wird schon ein T-Teil dabei sein. Alter, was ist denn das? Warum sage ich was? Ach, fuck it. Was ist denn das? Ach, ich hätte nichts sagen sollen, ne? Was habe ich denn jetzt? Ich habe einen Ring. Ich habe ein Schild. Ich habe ein Trinket. Ja, soll ich die Marken nehmen? Bringen mir die irgendwas? Oder ich nehme den Ring? War eigentlich nur ein Haufen kleine. Weil mit dem kann ich halt Tank spielen. Ich wollte eigentlich DD machen, ne? Also ich spiele normalerweise Warrior immer auf Tank. Aber hier, ich habe halt die Legendary-Waffe und die habe ich mir ewig gefarmt. Dachte ich mir, jetzt bietet sich da an, DD zu machen. Ich habe letztens, für den letzten Key mit meinem Evoker, habe ich 2 Stunden als DD gewartet. Als Tank wartest du nicht so lang. Da findest du sehr schnell Leute. Deswegen mit jeder Klasse, wo man tanken kann oder wahrscheinlich auch, wo man heilen kann, ne, sollte man das machen. Aber mit dem Evoker habe ich noch nie geheilt. Deswegen, naja. Gut, deswegen spiele ich den trotzdem jetzt als Tank, den Worry. Auch wenn ich jetzt mal DD ausprobieren wollen würde. Aber dann nehmen wir nicht die Marken, sondern nehmen den Ring, weil das ist schon ein großes Upgrade, ne? Wenn ich jetzt hier sehe, dass ich da quasi 2, 4, 89er Ringe anhab, da müssen wir dann schon ein bisschen gucken, weil die Marken, ja, das ist jetzt nicht so interessant, ehrlich gesagt. Vor allem, das sind ja die kleinen, die ich krieg. Dann packe ich da jetzt noch eine Verzauberung drauf und dann hat er zumindest ein ordentliches Gear-Upgrade-Teil. Aber dass da jetzt kein Set drin war, ist natürlich echt belastend. Ich habe Tempo verzaubert, deswegen schätze ich mal, dass Tempo gut ist, ne? Wisst ihr, was ich mache? Ich tue trotzdem den hier austauschen. Ich krieg mit dem Worry in den höheren Keys auch ordentlich auf den Sack, deswegen ein bisschen Versa schadet, denke ich mal, jetzt auch nicht, wenn ich habe. Packt mal trotzdem die Tempo-Verzauberung drauf. Also der Worry ist so ein bisschen mein Sorgenkind, muss ich sagen. Also da fehlt es an allen Ecken und Enden. Deswegen habe ich mit dem auch dann nochmal extra ein paar Keys noch nachgeschossen, ne? Naja, weiß ich nicht. Habt ihr gesehen, jetzt beim Hunter oder Hexer, da sieht es ja gut aus. Paladin habe ich auch schon ziemlich viel und so. Zeige ich ihn halt gleich mal. Aber Worry irgendwie, wissen nicht so ganz. Naja. Naja. Gut, dann gucken wir weiter. Als nächstes haben wir den Demon Hunter. Und ja, mit dem habe ich auch wieder 4 Keys gemacht. Der ist jetzt so mittel, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt Kopf und Schultern sind 415. Brust, Hände, Hose ist natürlich noch low. Upgrade-Item habe ich noch. Ne? Und Off-Pieces, da habe ich die Schuhe und den Umhang zumindest schon mal. Also 2 von 4 Off-Pieces. Ja, gucken wir mal. Waffen habe ich schon halb abgegradet. Zumindest die eine, die andere, die da brauche ich noch ein Upgrade. Jetzt gucken wir mal. Also gut wäre eine Brust, ne, Hose, Handschuhe, sowas. Ah, verdammte Scheiße. Tja. Jetzt Mist. Was macht denn jetzt Sinn? Also der Kopf macht gar keinen Sinn, wenn ich mir den hole. Den kann ich ja dann eh in den Katalysator packen, also es macht gar keinen Sinn, den zu holen. Schuhe, die sind halt auf 4. Ich könnte mir jetzt 4 Marken holen, ne? Das wären 2-mal Upgrade. Das eine ist auf 1 und das andere ist auf 4, also 2, 3. Also sind die Schuhe, wenn ich sie direkt hole, schon mal besser als die, die ich habe. Gut, von den Stats, keine Ahnung, was auf beiden ist Versa drauf, beim einen Crit, beim anderen Tempo. Ich habe Tempo verzettet, also sind die Schuhe wahrscheinlich auch so besser. Aber es ist natürlich jetzt sehr ernüchternd, ne? Dass ich jetzt keinen T-Slot bekommen habe. Sehr ernüchternd. Naja, gut. Dann, ja. Nehmen wir halt die Schuhe und dann hauen wir gleich wieder eine Verzett drauf, dass ich es nicht vergesse. Die sind nämlich alle erstaunlich günstig, muss ich sagen. Gut, mit allen Chars hat sich jetzt schon geläppert, vor allem mit den Waffenverzauberungen. Aber ich habe am Anfang ohne Verzets gespielt, bis ich dann gemerkt habe, Moment, da sind ja viele echt... ne, verdammt günstig. Das kostet 200 Gold hier. Also es macht schon Sinn, die mit drauf zu nehmen. Ich hatte mal ein Addon, das hat das hier mal schön angezeigt, aber irgendwie klappt das jetzt auch nicht mehr so ganz. Da hat man immer auf einen Blick gesehen, wo was gefehlt hat, wisst ihr? So, okay. So viel dazu. Dann war das bei dem leider eine Nullnummer. Also, oder zumindest nur ein kleines Upgrade.
Als nächstes haben wir den Evoker. Und der ist auch noch nicht so optimal. Der hat jetzt den Kopf schon gut. Umhang ist okay, Handgelenke, Gürtel, Schuhe. Die hat alle Off-Pieces, ne? Seht ihr? Alle Off-Pieces sehen gut aus. Hose und Kopf, aber der braucht halt noch Hände, Schultern, Brust. Und Waffe habe ich jetzt auch noch nicht abgegradet. Da muss ich dann auch noch mal gucken. Sagen wir mal, ich hoffe eine Brust oder sowas ist drin. Ah, fuck sake. Tja. Könnte natürlich hier ein Trinket nehmen. Ich habe zwei Laue. Aber ich weiß jetzt auch nicht. Oder ich nehme den Kopf und packe den direkt in den Katalysator. Dann spare ich mir ein paar von den großen Marken. Oder ich nehme vier kleine Marken. Das ist jetzt halt die Frage. Ich habe sogar noch ein paar kleine Marken. Was da geschickter wäre. Wisst ihr, was ich meine? Habe ich noch sonderlich sonst viel zum Upgraden? Eigentlich nett, ne? Also, ja gut. Ich glaube, ich nehme den Kopf. Ich glaube, die großen Marken farmst dir schwerer als die kleinen. Wenn du ein paar Zweier läufst oder hat C-Rate, hast die, glaube ich, schneller. Dann spare ich mir hier einmal große Marken und grade das einmal ab. Pack das in den Katalysator rein und gut ist. Glücklich macht es mich jetzt zwar nett, aber was will ich denn machen, ne? Was will ich denn machen? Haben wir zumindest direkt einen T-Mog. Und, also ganz in der Theorie, könnte man das auch noch höher upgraden jetzt als den Kopf. Aber wie gesagt, das habe ich ganz sicher nicht vor, sobald das T-Mog steht. Vielleicht am Ende, wenn ich jetzt noch einen Teil farm oder so und das nicht droppen will und die Marken dann halt reinregnen und die so als Abfallprodukt hast, klar, dann verwende ich es schon, aber prinzipiell jetzt nur fürs Upgraden werde ich es nicht machen. Also dafür ist es dann nicht relevant genug. Also ich glaube, die zwei Trinkets, die ich habe, die sind eh ziemlich gut, ne? Also wäre das eine Trinket eh Käse gewesen. Bei Trinkets hat es schon eine ziemlich große Auswirkung, was es denn ist. Also da ist Item-Level jetzt nicht so king wie jetzt bei den Gear-Items. So, dann haben wir zumindest das schon mal weg. Was mir da gerade noch auffällt, ich kann ja die anderen Teile auch schon mal hier reinpacken, ne? Hier zum Beispiel den Umhang, Handgelenke. Gut, ob das jetzt stat-technisch so eine sinnige Sache ist. Ich brauche Crit. Crit, kein Crit. Naja, gut. Wir machen es wegen T-Mog. Vielleicht kriege ich hier irgendwo dann Crit drauf. Schau, da, achso, da war schon Crit drauf. Schön meine ganzen Marken rausblasen. Auch noch. Dann kann ich nämlich die Teile quasi noch upgraden. Ich glaube, ich habe sogar noch, schaut mal, ich habe sogar noch ein paar Marken. Also ich könnte ein Teil, könnte ich jetzt direkt noch upgraden, ne? Könnte ich sogar auch nochmal hochbasteln. Da sieht es doch schon mal nicht schlecht aus. Ich habe ja mit dem auch noch einen Token, ne? Also so ein Omni-Token. Aber ich brauche halt ne, zwei von den anderen, dass es Sinn macht, das Omni-Token einzusetzen für den letzten Slot. So, okay, dann, ja. Ach komm, nehmen wir den Umhang. Nehmen wir den Umhang. Dann haben wir da nochmal einen T-Mog mehr. Wunderbar. Als nächstes haben wir den Paladin. Und mit dem sieht es, glaube ich, set-technisch aus schon sehr gut aus. Ja, seht ihr, ich habe die Set-Teile alle für 15. Ich habe die Schuhe, die passen gut. Umhang passt auch. Handgelenke und Gürtel brauche ich halt noch. Ne? Waffen habe ich auch schon abgegradet. Also der Paladin ist schon relativ gut. Und ich habe auch mit dem her nur 4 Keys gemacht. Aber da bin ich mit 4 Keys auf den 10er sogar gekommen. Ne? Den haben wir auch sogar in-time gespielt. So, jetzt muss ich mal gucken. Paladin Tank habe ich ganz gern gespielt, muss ich sagen. Ist eigentlich nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal rein. Komm, gib mir die Handgelenke oder den Gürtel. Aha, ich habe die Handgelenke drin. Nice, also der Pala. Das ist, ich muss sagen, es ist echt ein bisschen schade. Mit dem Pala werde ich jetzt übelst schnell fertig, obwohl ich mit dem echt gern gespielt habe. Also Pala
Tank hat mir jetzt viel besser getaugt als der Worry, aber es hilft halt nichts, ne? Wenn ich jetzt mit dem schneller fertig werde, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, dann die anderen zu spielen. Mega lucky. Jetzt brauche ich nämlich theoretisch nur einen einzigen Slot. Und zwar gut, ich brauche halt nur ewig viele Marken, um das ganze Zeug abzugraden, ne? Also, was sind das? 1, 2, 3, 4. Gut, das brauche ich nicht. 5, 6, 7, 8 theoretisch. 8 mal die Aspektwappen, ne? Und hier auch noch ein paar kleine, auch noch zusätzlich. Aber ja, gut. Heißt, da muss ich ja viele Keys laufen. Das sind ja also 2 Keys für 15 von den Marken brauchst du ja. Nur kriegst du ja, wenn du es in-time spielst, 12 und wenn du es nicht in-time spielst, 5. Also wenn du einen getimten und einen nicht getimten hast, dann hast du eigentlich einen Upgrade. Also wenn es jetzt, wenn ich jetzt da 8 brauche, ne, dann wären es ja 16 Keys, die ich noch spielen muss. Aber jetzt muss ich mal gucken, jetzt laufe ich immer nicht so viele, dass ich über einen Vault vielleicht immer noch die letzten Items kriege, wisst ihr? Dass ich so ein bisschen strecke und dann können wir mal gucken. Genau, aber die Handgelenke, die packen wir jetzt hier direkt rein. Oh, der Palla ist aber dann schon definitiv einer von den besser equippten. Kann ich gar nichts sagen. Das sind die alten Handgelenke. Achso, vielleicht packe ich dann die Verzauberung auch gleich noch drauf, dass ich es wieder nicht vergesse. Die Verzauberung. Und zwar, was hatten wir da drauf? Ich glaube, Vermeidung war da drauf, ne? Oder nee, Geschwindigkeit, okay. Geschwindigkeit und zwar auf die Armschienen. Dann sind wir mit dem eigentlich auch schon weit schon wieder durch. Nebenbei bin ich noch eine Tabelle am Basteln, wo ich eintrage, was ich mit den ganzen Chargen gemacht habe. Das kann ich euch mal kurz einblenden. Jetzt mit jedem trage ich das quasi jetzt neu ein. Also die anderen, die muss ich jetzt gleich noch mit eintragen. Das sind halt quasi die 1, ne? Wenn ich ein Item habe, was ich upgraden kann. Also ob ich den Slot prinzipiell schon besetzt habe und wenn ich es grün markiert habe, habe ich es auch schon upgradet. Zum Beispiel im Main, ne, habe ich jeden Slot, der T-Mog bringt, abgegradet plus die Waffe auch, ne. Und hier sind halt die T-Slots, die Off-Slots und hier habe ich nur eingetragen, ob ich noch so ein Upgrade-Item habe, ne. Klar, da fehlen mir jetzt noch 3 Teile, da habe ich das Upgrade-Teil behalten. Bei denen, wo ich es schon fertig habe, habe ich es natürlich benutzt. Genau, und das tragen wir jetzt noch fertig ein, dass ich ein bisschen Überblick habe, wo ich bei welcher Klasse stehe, mit welcher Klasse ich vielleicht auch in der Woche dann mehr im Plus mache, weil mir halt noch einfach mehr Sachen fehlen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Dann kommen wir als nächstes zum Schurken. Und bei dem sieht es nur relativ schlecht aus vom Gear her. Und ich muss sagen, das ist auch die einzige Klasse. Ich habe den hier nämlich auf Dings gespielt, auf Gesetzlosigkeit. Ich weiß nicht, ich habe mit der gar keinen Schaden gemacht. Ne? In die anderen konnte ich mich reinfuchsen. Natürlich war ich da jetzt nicht der allerkrasseste Top-DPS hin und her. Ne? Aber der Schurke, da habe ich mit dem ähnlichen Given den anderen sowas von keinen Damage gemacht. Da muss ich mal gucken, ob ich einen anderen Spec spiele. Irgendwie wollte das nicht so. Gear-technisch, naja, ich sag mal so, da habe ich jetzt 2 Set-Teile, Hose und Hände. Off-Piece haben wir auch schon 2. Also die Hälfte, würde ich sagen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich einen Kopf kriege, eine Brust, Schulter, irgendwie sowas in die Richtung. Und ja, Gürtel würde ich auch nehmen oder Schuhe. Okay, wir haben keinen T-Slot, aber wir haben zumindest die Schuhe. Ist okay, ja. Dann kann ich zumindest da noch einen T-Mog dann mitnehmen. Machen wir das mal so. Also Schuhe können wir direkt anlegen. Dann hauen wir da den Lehm des Hüters drauf. Und gut ist die Sache. Upgrade ist es zumindest, ne? Besser als jetzt irgendein Trinket. Das Hüters, da haben wir das Ding. Okidoki. Ja, Schurke muss ich mal schauen, ob ich... einer der Specs hatte ja, glaube ich, den Dolchfächer. Vielleicht reiße ich damit ein bisschen mehr Eheschaden als jetzt hier, weil da ging irgendwie relativ wenig. Und ich habe schon versucht, alles rauszuholen, ne? So, okay, dann gucken wir weiter. So, Leute, jetzt machen wir noch einen kleinen Einschub. Mir ist gerade bei dem Schurken was aufgefallen. Der hat noch Aspektwappen, ne? Und auch noch ein paar Würmwappen. Ich hatte ja euch eingangs erzählt, dass ich hier für die Bronzebahn mir quasi die Waffen holen und die upgraden, ne? Ich habe jetzt hier sowohl die Faustwaffe als auch den Dolch noch nicht auf Max abgegradet. Jetzt hatte ich aber gesehen, wenn man 2 Einhandwaffen hat, braucht man für beide immer die Wappen, ne? Also sowohl die Würmwappen als auch die Aspektwappen. Wenn ich aber erst eine Zweihandwaffe upgrade und dann, glaube ich, 2 Einhandwaffen, dann spare ich mir auf jeden Fall Wappen, ne? Und das will ich jetzt mal testen. Ich habe mir auch eine andere Tabelle gemacht. Die haben wir hier.
wo ich mitgetrackt habe, bei welchem Char ich welche Waffe habe, dass ich nicht zweimal die gleiche kaufe und welche mir auch noch fehlen. Ne? Also ich habe jetzt schon 31 Waffen gekauft, 33 fehlen mir noch und hier habe ich auch gerechnet, wie viele Marken ich nur habe, 58, ne? Und man braucht ja immer zwei Marken pro Waffe, also ich brauche 66 und 58 habe ich, also ich habe fast alle und die Woche kann ich mir auch wieder ein paar holen. Aber ich muss immer noch ein bisschen gucken, welche Klasse sinnig was trägt und so weiter, ne? Jetzt muss ich mal schauen, welche Zweihandwaffe ich tragen kann mit dem Rogue. Und ich meine, der Rogue müsste ja auch Fernkampfwaffen tragen können, wie zum Beispiel jetzt hier aus dem Vault ist das, die Armbrust, die sengende Flammenschleuder. Und dementsprechend, warte mal, das müsste der erste sein hier, kaufen wir jetzt die mal. Und dann teste ich mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Weil ich habe mit so vielen Klassen zwei Einhandwaffen, ne? Ob es jetzt ein Schild und eine Einhandwaffe ist oder wie der Rock zwei Einhandwaffen, dass ich mir da die Marken ein bisschen sparen kann. Weil wenn ich die upgrade, ne? Warte, ich kann euch das mal zeigen. Wenn ich das jetzt hier upgrade, dann braucht er auf jeden Fall die Aspektwappen, ne? Und hier brauche ich trotzdem, obwohl ich das auf 5.15 habe, trotzdem auch noch die Würmwappen. Und auch wiederum dann die Aspektwappen, ne? Wenn ich jetzt hergehe, das müsste ja eine Zweihandwaffe sein, oder? Distanz, gilt das als Zweihandwaffe? Ja, das ist halt die Frage. Ja, ich habe keine Ahnung. Da steht jetzt eine Zweihandwaffe drin, aber ich muss die eh upgraden, ne? Ich hoffe jetzt mal, das zählt, sonst wird es jetzt dann gleich mega bitter. Warte mal, ich grade jetzt erstmal so weit ab. Kostet mich ja noch nix an Wappen. Und da kostet es mich Wappen. Also ich habe es mit dem Stab schon mal getestet, da hat es funktioniert. Jetzt könnt ihr mich gleich auslachen, wenn das so nicht funktioniert. Ach, scheiße. Ding zählt nicht als Zweihandwaffe. Eine Armbrust. So eine Kacke. Ja, okay. Das war wohl eine ganz schöne Nullnummer. Jetzt hätte ich eine von meinen Waffen schon mal upgraden können. Aber gut, ich muss die im Endeffekt muss ich die irgendwann mal upgraden. Ich frage mich jetzt. Nee, aber da haut er mir beide raus. Schwierig, okay, das war vielleicht eine schlechte Entscheidung. Ich merke es gerade. Hier ist sogar auch noch ein Dolch. Dann muss ich auch nochmal upgraden. Ja gut, okay, so viel mit dem Rogue. Das war eine ziemliche Nullnummer gerade. Schade aber auch. Dann haben wir als nächstes den Mage. Und dann gucken wir da mal rein, was wir Schönes drin haben. Oh, der hat noch richtig schlechtes Gear, ne? Warte mal, jetzt gucken wir erstmal hier durch. Also der hat von den Tier-Slots hat er die Hose bis jetzt. Alles andere hat er noch low. Umhang hat er schon zumindest und Schuhe, ne? Oh, gut, und die Waffen habe ich auch schon abgegradet. Aber ja, ich hoffe, ich kriege einen Tier-Slot. Ich hoffe, ich kriege die Brust, Schultern oder sowas. Ah, scheiße. Ich habe einen Ring drin. Gut, wäre natürlich ein großes Upgrade. Ich habe einen 476er Ring. Und ich habe einen Umhang. Ja gut, der Umhang macht keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Scheiße. Ja, gut, ich muss fast den Ring nehmen, ne? Der ist ein riesen Gear-Upgrade. Ich weiß gar nicht, der hat jetzt Crit drauf und Mastery. Ich habe Mastery verzaubert. Naja, ich denke mal, ist zumindest, was das angeht, ne? Ist es ein Upgrade. Aber es tut schon ein bisschen weh. Wieder kein Tierding. Gut, ich habe jetzt hier zum Glück noch eine Teil. Damit können wir schon was machen. Was haben wir gesagt? Meisterschaft, ne? Meisterschaft. Und zwar hier auf den Ring. Der zumindest schon mal nicht mehr ganz so niedrig. Naja, schade aber auch. Hätte ich jetzt auch noch dringend einen T-Teil brauchen können. Dann haben wir als nächstes noch einen DK. Den habe ich natürlich auf Tank gespielt und bei dem sieht es, glaube ich, schon ganz gut aus. Der hat den Kopf, Schultern, Brust, Hände und Hose. Offslots hat er schon den Rücken, aber empfehlen halt nur alle anderen Offslots, ne? Schuhe, Gürtel und Handgelenke. Aber jetzt so vom Gear sieht schon echt gut aus, muss ich sagen. Blöderweise sind meine Tanks immer gut equipped. Den Deck habe ich auch ganz gern gespielt. Mit dem habe ich auch 4 Keys nur gemacht. Und ja, gucken wir mal, was wir Schickes drin haben. Muss die halt immer selber von 2 hoch spielen, ne? Das war ein bisschen anstrengend bei jeder Klasse. Ja gut, das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe eine Brust.
Und eine Hose. Also wir könnten jetzt, wenn dann, nehme ich die Hose und packe sie direkt in den Katalysator. Das wäre jetzt die eine Sache. Oder ich nehme die kleinen Marken. Bringen mir die kleinen Marken noch wirklich was? Also ich habe jetzt eigentlich kein Eid. Doch, ich hätte hier. Ich könnte zwei kleine Marken da reinpulvern. Oder ich spare mir einmal die großen. Ja, das ist jetzt die Frage. Komm, ich spare mir einmal die großen und gut ist. Hau ich lieber einen Katalysator-Charge raus. Die kleinen, die kriege ich so auch relativ schnell gefarmt. Ein paar Zweier-Spam oder im HC-Raid, da kriegst du es, glaube ich, easy. Sonst muss ich halt wieder 2, 7, 8er laufen oder so. Ist, glaube ich, dann eher so schneller gemacht. Und vor allem, wenn dann im nächsten Vault jetzt ein Rücken drin ist und ich den jetzt upgrade, das ist ja dann eigentlich auch geschenkt. Ist das, ich meine? Also eigentlich soll ich mir auch mal ein paar Marken dann noch zurückhalten. Und nicht immer direkt alles upgraden. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen sinniger tatsächlich. Erst wenn ich es wirklich auf das richtige Item-Level hochbasteln kann. So, jetzt packen wir den hier rein. Die Hosen, wie viele Charges habe ich dann? Ja, schau mal, ich habe noch 6 Aufladungen. Das ist ja ganz easy. Ganz easy peasy. So, dann haben wir da nochmal einen T-Mock. Wunderbar, dann sind wir mit dem auch wieder durch. So, dann haben wir jetzt den letzten von meinen Klassenchars. Ich habe da noch ein paar mehr, mit denen ich im LFR war, aber das ist jetzt die letzte Klasse, mit der ich im Plus unterwegs war, und zwar der Shami. Den habe ich auf den Hänsel gespielt. Und ja, der sieht jetzt auch nicht so pralle. Ein Kopf hat er schon, Schultern. Gut, das ist mal mega niedrig, ne? Brust, Hände und Hose ist auch noch niedrig. Offslots habe ich zumindest den Gürtel, Handgelenke und Ding. Okay, Offslots haben wir schon 3 von 4. Ich brauche halt Brust, wäre jetzt sehr gut. Brust, Hose, Hände, Hose, okay. Also Kopf brauchen wir nicht. Hose können wir brauchen. Das ist gut. Das ist gut, da kann ich jetzt nichts sagen. Ich hätte zwar lieber die Brust gehabt, weil ich die noch niedriger habe, aber... Hier, ich habe da sogar eine Brust, aber die habe ich in einem, weiß ich nicht, ich glaube in einem 5er-Key oder so gekriegt, ne? Und das bringt mir nichts, die kann ich nicht auf Mythic hoch upgraden, das ist halt mega bitter. Da war eine Stufe zu niedrig, ne? Und dann hast du gelitten. Okay, aber das ist schon mal sehr gut. Jetzt packen wir da noch einen Dings drauf. Einmal ein Upgrade-Item. Zwar braun, was hatte ich denn da vorher drauf? Beweglichkeit und Ausdauer. Gegenstandsverbesserung. Dann brauchen wir die Beine. Da steht immer blöderweise nicht drauf, wie das Teil heißt. Ne? Da stehen direkt die Stats drauf. Aber ich brauche auf jeden Fall. Ich glaube, sowas, oder? Ausdauer, Beweglichkeit, das klingt doch gut. Die waren am Anfang auch mal teurer. Da habe ich, glaube ich, die für 3, 4, 5.000 verkauft. Da war auch noch eine Gewinnmarge dabei. Jetzt mit unter 1.000. Ich glaube nicht, dass du da noch sonderlich viel verdienst mit. So, okay. Dann habt ihr den auch. Dann trage ich jetzt noch geschwind den in die Tabelle ein und zeig's euch, wo wir jetzt quasi stehen. Okay, also Kopf hat er. Schultern hat er auch. Brust haben wir nicht. Hände haben wir auch nicht. Und Hose haben wir. Wir haben auch noch einen Token, oder? Nee, das habe ich schon rausgehauen. Ach du Scheiße, der hat kein Token mehr. Das ist natürlich schlecht. Den habe ich nämlich für Urzeiten. Ich glaube, eine der ersten IDs ist die Gilde unterwegs gewesen im HC-Raid. Und da hieß es, sie brauchen einfach nur Chars zum Auffüllen, dass mehr droppt. Und man kann da quasi irgendeinen Twink mit reinstellen. Dann bin ich mit dem Main mit und habe den Shami noch auf Follow mitgezogen. Der durfte zwar dann nicht auf Zeug bieten, aber er hat trotzdem einiges gekriegt, was die Leute da halt aus diesem Main-Raid nicht gebraucht haben. War eigentlich mega nice für mich. Gratis Boost gekriegt, wisst ihr. Und da habe ich das Teil anscheinend direkt schon eingesetzt. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd. Aber gut, dann machst du nichts. So, was haben wir schon? Aber wir haben noch nichts auf 519, ne? Nee, also der hat wirklich noch gar nichts abgegradet, dem fehlen da. Ja, aber warte mal, warum habe ich... Habe ich mit dem niedrige Keys gemacht? Ah, 2, 4, 5, 6, ne? Ich habe nur einen, ja, da war ich in so einer Random-Gruppe mit einem nicht sonderlich guten Tank drin, aber man muss halt als DD nehmen, was man kriegen kann. Ja, gut. Jetzt zeige ich euch mal meine Tabelle.
Also da seht ihr, was ich jetzt schon mit den ganzen Klassen habe. Das grün markierte sind schon fertig abgegradet. Also der Hunter sieht schon sehr gut aus. Main ist natürlich auch schon durch. Aber bei einigen Klassen sind halt noch große Lücken drin, ne? Wie ihr jetzt seht. Also beim Evoker ist jetzt noch einiges offen. Beim Worry. Ah, hier beim Demon Hunter. Auch bei den Off-Pieces. Also ist schon noch einiges in Arbeit. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir noch auf den ein oder anderen Char, mit dem ich LFR war. Vielleicht kriege ich da auch noch was. Und ja, dann will ich mal gucken, dass wir da schauen. Ich habe nämlich im LFR, warte mal, ich kann es euch mal kurz auf dem Chart zeigen, habe da ein bisschen weiter gemacht und zwar am Mithrasil LFR, wenn wir jetzt hier reinschauen, ne, seht ihr, ist nur noch ein Teil drin und das sind aber Schultern aus der dritten Season, also die kriege ich im aktuellen erweckten Raid, kann ich die gar nicht kriegen und im Normal ist es genauso, seht ihr, da sind auch noch die Shami-Schultern drin, auch aus der dritten Season, also ich habe aus jetzt der erweckten Ding habe ich im Normal und im LFR alles und in Abaros habe ich ja letzte Woche das genauso gemacht, da sind jetzt bloß noch die Sachen aus der zweiten Season drin, die können ja auch nicht droppen, wenn es erweckt ist, ne, das sind ja die zweite Season-Dinge und hier ist es ja genauso, das sind alles diese Season-2-Dinger, die ja nicht droppen können, wenn es erweckt ist und unerweckt könnte ich zwar jetzt auch in den LFR gehen, aber ehrlich gesagt, der geht halt schlichtweg nicht auf, wenn ups, was war das jetzt? Wenn das Ganze erweckt ist, ne, das ist immer ein bisschen das Problem. Naja, jetzt gucken wir mal in die Vaults. Als erstes haben wir hier den Priester. Was ich jetzt aus dem LFR-Vault noch brauchen kann, sind quasi aus dem Vault of Incarnate, also aus dem ersten Raid, gibt es noch, glaube ich, ein paar Stoffsachen, die ich auch brauche. Ne? Und da bin ich jetzt halt ein bisschen am Hoffen. Irgendwo habe ich es mir, glaube ich, auch aufgeschrieben. Genau, ich brauche... Achso, warte mal, das kann ich euch auch theoretisch kurz reinziehen. Ich habe für alles eine Tabelle. Eigentlich ist das meine Tabelle, mit welchen Chars ich unterwegs war. Ich brauche noch 4 Stoffteile, ein Leder, 2 Ketten, ein Stärke, den Agidolch und den Bogen aus dem Vault, aus dem LFR. Ne? Das sind die Sachen. Abarus und Mithrasil bin ich fertig. Und jetzt gucken wir mal mit ein paar Chars, weil ich ja nur noch einen Stoffteil brauchte. Jetzt in Mithrasil war ich noch mit ein paar Stoffchars da unterwegs und ich hoffe, vielleicht ist da noch das ein oder andere Item aus dem Vault drin. Aber hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Stab. Ja, weiß ich jetzt nicht, das wird jetzt... Wisst ihr was? Wir nehmen hier Gold. Das Ding ist, die Marken werde ich jetzt mit denen nicht mehr brauchen, ne? Ich habe ja... Ich habe ja jetzt, mir die Chars rausgesucht, mit denen ich quasi, die ganzen Sachen upgrade. Deswegen kann ich die Marken jetzt halt auch knicken. Sonst habe ich ja immer hier die Würmwappen genommen, aber das macht ja jetzt keinen Sinn mehr auf den anderen Chars. So, dann haben wir jetzt noch einen Hexenmeister. Mit dem war ich halt auch im Vault unterwegs. Nicht im Vault, in Mithrasil. Und, ne, das brauchen wir nicht. Schauen wir mal, ist auch besser. Auch hier werden wir das Gold nehmen. Dann haben wir jetzt hier den nächsten Stoffchar. Und zwar auch wieder ein Priester. Und, was ist im Vault? Ne, das sehe ich schon, das ist Abaros. Das ist dieser Special-Umhang. Scheißegal. Nehmen wir die 1000 Gold wieder mit. Dann haben wir hier noch einen Hexenmeister. Gucken wir mal, was der Schäns drin hat. Handgelenke. Ne, die brauche ich auch nicht. Da werden wir aus Gold nehmen. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Mage. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Schauen wir, der hat was zum Verkaufen. Und was haben wir da drin? Einen Hals. Den brauchen wir auch nicht. Der ist sogar noch schlechter. Und dann nehmen wir hier auch ebenfalls das Gold. Juti, also jetzt hier im LFR war die Ausbeute ja eher mies, ne? Aber das war absehbar, weil ja der Raid-Pool aus allen 3 Raids drin ist und ich nur noch 4 Items aus dem ersten Raid brauche. Also da war es absehbar, dass ich jetzt nicht die letzten paar Teile da kriege. Mit den M-Plus-Chars sah es ganz okay aus. Einige haben ja ein Item gekriegt, was ich sowohl als T-Mog brauche, als auch als Upgrade. Und ja, damit bin ich eigentlich halbwegs zufrieden. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare, beziehungsweise auch gerne, was ihr so bekommen habt. Dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in dem nächsten Opening-Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.